Naja, da sind sie in viele Betriebe schon gewesen. Was bleibt da als momentanen Druck überhaupt übrig? Ist man da als Politiker vielleicht oft einmal auch überfordert? Naja, mitarbeiten bei der Druckmaschine wäre überfordert, weil da gibt es Spezialisten, die können das wirklich. Ich besuche mindestens einmal in der Woche Betriebe, immer in einem anderen Bundesland, das wiederholt sich dann natürlich. Einfach auch deshalb, um zu sehen, wo sind tatsächlich die Sorgen der Leute. Und sie sind überall gleich. Wie geht es mit der wirtschaftlichen Situation weiter und was macht die Politik? Und je mehr sie macht, umso mehr Vertrauen hat man. Wobei man die Leute nicht anlügen soll. Es kommen wirtschaftlich härtere Zeiten und wir müssen gegensteuern. Nicht, weil wir so viel Geld hätten, dass wir da jetzt in Konjunkturprogramme investieren. Darf ich einen Schwenk machen? Da ist ein Mitarbeiter. Vielleicht eine Frage direkt an den Bundeskanzler. Ja, ich hätte insbesondere auf das von der EU her, zum Beispiel in der Volksabstimmung, wie das war. Weil ich muss sagen, dass das eine gute Idee war, dass Sie eigentlich für das eigentlich eingetreten sind, dass Sie gesagt haben, ja, wir machen das auch, dass wir im Falle der Zukunft dann eben diese Volksabstimmungen durchführen. Tun auch. Ja, ich bin stark für eine Volksabstimmung, weil ich finde, man soll nicht über die Leute hinweg Politik machen, sondern wenn was Wichtiges ansteht und ein neuer Vertrag, der Österreich betrifft, wäre sowas Wichtiges, dann soll man eine Volksabstimmung machen. Als Politiker dient man den Leuten und man fürchtet sie nicht. Wenn ich jetzt hinschwenken darf zum Reinhard Rohr, der kämpfte hier Wahl. Volksabstimmung, was bedeutet das für dich, Reinhard Rohr? Ja, Volksabstimmung ist eine Frage, wenn es um grundlegende Entscheidungen geht in einem Land, dann und die Politik zu keinem Ergebnis kommt, dann ist vielleicht das Mittel der Volksabstimmung ein möglicher Weg. Aber ich denke auch, dass die Demokratie, und wir sind in einer Demokratie, und die gewählten Politiker natürlich auch die Verantwortung haben, Entscheidungen zu treffen für das Volk. Und das sind oft schwierige Entscheidungen, die man den Politikern nicht abnehmen kann. Aber den Herausforderungen müssen sie sich natürlich stellen. Herr Bundeskanzler, Sie leben ja mitten in der Medienwelt. Das beeinflusst ja auch das Meinungsklima. Sie holen sich jetzt die Meinung und das Gefühl direkt von den Arbeitnehmern. Wir sind jetzt mitten im Betrieb in St. André in einer Druckerei. Wo ist jetzt die Gewichtung Ihrerseits in der Befindlichkeit und in der Entscheidungsphase? Na, man merkt, wenn man mit den Leuten direkt redet, dass es sich auf ein paar Themen verdichtet. Das ist immer der Arbeitsmarkt, das ist immer die Kranken- und Gesundheitsversorgung und das ist immer bei den älteren Menschen Pension, Pflege, dass man da nicht im Stich gelassen wird, weil man ein Leben lang gearbeitet hat. Das merkt man stark. In den Medien, wo halt viel in der Zeitung steht, da gibt es viele Themen, weil die müssen ja viele Seiten füllen. Aber die Hauptfragen, die kommen am besten, wenn man mit den Leuten direkt redet und das ist immer sehr stark konzentriert auf diese drei, vier Themen.